Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Die meisten Bohranlagen der Welt stehen in Nordamerika und die meisten Bohranlagen dort haben einen Kelly-Drehantrieb, um damit den Bohrstrang in Rotation zu versetzen. Ich habe hier ein kleines Modell mitgebracht. Bei einem Kelly-Drehantrieb befindet sich in der Arbeitsbühne ein Drehtisch, der hat eine Öffnung und in diese Öffnung passt genau eine Kelly-Stange rein. Ich habe hier ein Lineal, aber normalerweise ist eine Kelly-Stange sechseckig. Und diese Kelly-Stange wird jetzt also durch den Drehantrieb in Rotation versetzt. Der Drehtisch dreht, die Kelly-Stange muss sich mitdrehen und gleichzeitig kann die Kelly-Stange mit dem darunter angeschraubten Bohrgestänge sich aber frei auf und ab durch den Drehtisch hindurch bewegen. Nur ist das natürlich immer so ein bisschen kritisch, wenn hier Eisen auf Eisen läuft. Und deswegen gibt es noch ein Dämpfungselement zwischen der Kelly-Stange und dem Drehtisch. Das ist der Mitnehmereinsatz, den wir hier auf dem Bild sehen. Der Mitnehmereinsatz hat unten vier Bolzen und diese vier Bolzen greifen in vier Löcher im Drehtisch ein. Und wenn sich der Drehtisch dreht, muss sich der Mitnehmereinsatz mitdrehen und darin befinden sich Rollen mit einem sechseckigen Querschnitt, in dem die sechseckige Kelly-Stange hoch und runter läuft. Auf diesem Bild hier sehen wir nochmal, wie das genau alles funktioniert, wie also oben am Kloben erst der Spülkopf hängt, durch den die Spülung in das rotierende Gestänge eingeleitet wird und an diesem Spülkopf hängt die Kelly-Stange, die durch den Mitnehmereinsatz und den Drehtisch unten verschwindet. Ja, und wenn wir jetzt also bohren, dann bohren wir die Kelly-Stange ab, die verschwindet langsam immer weiter in der Arbeitsbühne. Und irgendwann ist die Kelly-Stange abgebohrt, dann müssen wir reagieren. Und zwar machen wir Folgendes, wir ziehen die Kelly-Stange hoch und das untere Ende der Kelly-Stange passt aber nicht durch den Mitnehmereinsatz. Und deswegen wird der Mitnehmereinsatz mit hoch in die Luft gezogen, so wie wir das hier auf diesem Foto sehen. Und jetzt müssen wir den Bohrstrang fixieren, indem wir Keile setzen in die Öffnung im Drehtisch, dann kann der Bohrstrang nicht mehr runterfallen. So, und wenn wir es noch nicht getan haben, holen wir spätestens jetzt eine neue Bohrstange vom Gestängelager hoch auf die Arbeitsbühne und setzen die in ein Hilfsloch runter, in das sogenannte Mauseloch. So, und jetzt können wir die Kelly-Stange vom Bohrstrang entschrauben und der dickste und stärkste Bohrmucke schiebt die jetzt rüber und setzt die auf die neue Bohrstange auf. Dort wird die neue Bohrstange mit der Kelly-Stange verschraubt. Und dann heben wir das Ganze an und setzen die neue Bohrstange auf das fixierte Bohrgestänge auf. Und wenn wir das getan haben, können wir die Keile wieder lösen und die Kelly-Stange wieder runterfahren, sodass der Mitnehmereinsatz wieder im Drehtisch einrastet. Und wenn das passiert ist, können wir wieder eine Kelly-Stange abbohren. So läuft das auf einem Bohrturm. Und wer das noch genauer wissen will, der kommt zu unserer Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!